Strohpellets direkt vom Feld? Dieser lang ersehnte Wunsch vieler Landwirte kann jetzt erfüllt werden. Mit dem Premos 5000 von Krone. Der weltweit erste mobile Pellet-Vollernter. Seit der ersten Vorstellung vor 3 Jahren wurde der Premos stetig weiterentwickelt. 2018 waren mehrere Vorserienmaschinen im Einsatz, eine davon beim Lohnunternehmen Steinwendner in Österreich. Wir waren einen Tag lang mit der Kamera dabei. Um kurz nach 10 Uhr fährt das Gespann vom Hof. Auf einer nahegelegenen Fläche soll Weizenstroh pelletiert werden. Während die Maschine auf der Straße unterwegs ist, sprechen wir mit dem Juniorchef Thomas Steinwendner, ein echter Strohprofi. Firma Steinwendner ist jetzt schon 30 Jahre lang im Thema Stroh beschäftigt. Wir haben eigentlich seit dem Anfang an immer schon Quaderballen im Einsatz, Quaderballen pressen, von geschnitten, gemulchte. Und wir pressen eigentlich wirklich 80% für unseren eigenen Handeln. Und da sehen wir auch, wo sich auch das mit den Pellets in Zukunft einmal hinbewegen wird. Die Premos Pellets wären eine tolle Ergänzung für den eigenen Stroh- und Futterhandel. Anwendungen sieht der Lohnunternehmer als Rohfaserträger, in der Schweinefütterung und als Einstreu für Pferde- und Geflügelställe. Inzwischen hat der Premos seine Arbeit aufgenommen. Am Steuer des Fendt 936 Vario sitzt Stefan Holzinger. In den letzten 3 Wochen hat er rund 500 Tonnen Pellets produziert. Was kann er berichten? Ja, so. Nie wirklich Probleme gehabt. Eigentlich halbe gescheit dahingegangen. So von der Leistung her kann man sich jetzt auch nicht beschweren. Da haben wir auch teilweise zwischen 2 und 4 Tonnen in der Stand. Kommt aber auf die Stroh drauf an, wie feucht das ist. Luzerne haben wir jetzt auch schon gemacht. Das war in Weinviertel oben in Laan der Teier. Da haben wir 12 Hektar schon pelletiert. Und sind auch wirklich schöne Pellets geworden. Das Funktionsprinzip des Premos ist genial und einfach zugleich. Schauen wir uns die Technik näher an. Das Stroh wird mit einer ungesteuerten Pickup aufgenommen. Die Rückhaltewalze sorgt für einen gleichmäßigen Gutfluss. Ein Rotor übergibt das Erntegut auf ein Förderband, mit dem es von hinten zwischen die beiden Walzen gelangt. Mit extrem hohem Druck wird das Material durch die Löcher der Matrize gepresst. Dabei entstehen 16 mm dicke Pellets, die von einer Förderschnecke aus der Walze transportiert werden. Ein Elevator bringt sie nach oben zur Siebtrommel. Feinanteile und Staub fallen nach unten auf das Zuführband und werden erneut pelletiert. Mit einem weiteren Förderband gelangen die fertigen Pellets in den aktiv belüfteten Bunker, wo sie abkühlen können. Der Premos erzeugt Pellets nur mit Druck, ganz ohne Zusatzstoffe und ohne das Stroh vorher zu zerkleinern. Das gefällt auch Thomas Steinwendner. Uns gefallen die 16 mm Pellets von der Premos sehr gut. Das ist nicht nur Staub in einem Pellet, sondern es ist wirklich Struktur, Strohstruktur drin. Das ist, wenn das Pellet dann einmal aufgeht, da hat man ein saugfähiges Stroh oder Heumatte dann liegen. Das Stroh sollte weniger als 16% Restfeuchte haben, damit es sich gut pelletieren lässt. Wenn es zu trocken ist, kann man Wasser oder Melasse aus mehreren Tanks aufsprühen. Den Leistungsbedarf gibt Krone mit mindestens 350 PS an. Steinwendner hat den Premos mit verschiedenen Traktoren ausprobiert. Gefahren sind wir das erste Mal mit einem 1042er Fendt mit 420 PS. War eigentlich auch die Leistung perfekt passt. Dieselverbrauch kann man auch sagen, hat passt. Dann eben in 1050er sind wir auch gefahren. Und jetzt halt mit einem 936er. Da merkt man es jetzt schon, dass er halt ein bisschen weniger Leistung hat, aber es hält sich auch an Grenzen. Je nach Ertrag und Antriebsleistung fährt Stefan zwischen 1 und 5 km/h schnell. Wird das auf Dauer nicht langweilig? Überhaupt, da bei der Maschine ist man eh halb beschäftigt, muss man eh halb schauen. Also da ist es jetzt nicht so brutal eintönig. Und sonst, ja, wo man es eh von der Geschwindigkeit her halb vom Traktor mitrögeln, dass mein Traktor auch nicht wirklich anwirkt. Also ich habe es mit dem 1050er genauso zusammengebracht, mit dem 1042er und 936er sowieso. Wenn man mal kurz nicht aufpasst, passiert es gleich mal. Bis zu 5 Tonnen Pellets kann der Premos in einer Stunde produzieren. Das entspricht in etwa einer Bunkerfüllung. Mit einem klappbaren Förderband wird in einen Container am Feldrand überladen. Mit einer Schüttdichte von 600 bis 700 Kilogramm pro Kubikmeter brauchen die Pellets 3 bis 5 Mal weniger Platz als gepresste Strohballen.
Das macht den Transport wirtschaftlich, besonders über weite Strecken. Am späteren Nachmittag wechseln wir die Fläche. Für einen Schweinezuchtbetrieb wollen wir jetzt noch Heu pelletieren. Eine Premiere in dieser Saison. Landwirt Markus Höckner erwartet uns schon. Auch Strohpellets hat er schon machen lassen. Welche Pläne hat er damit? Wir setzen die jetzt dann als Rohfaser ein in der Zucht und in der Ferkelaufzucht. Und die werden nochmal mit dem Mischzug vermahlen. Bisher haben wir es gehäckselt und das ist einfach der Staub, da glaubst du die Wölke runter. Und dann kann man so viel Menge kann man nicht einmischen in die Ration, weil sie sich einfach entmischt. Und mit den Pellets ist das einfach auch besser. Wir möchten da mehr machen, ja, dass wir so gut wie möglich auf andere Rohfaser verzichten können. Bisher musste der Landwirt die Rohfaser teuer zukaufen. Eigentlich schade, denn Heu und Stroh ist am Betrieb genug vorhanden. Inzwischen hat Stefan mit dem Premos die Arbeit aufgenommen. Ein angenehmer Röstgeruch liegt in der Luft. Die ersten Pellets liegen im Bunker. Weil sie heiß aus der Maschine kommen, sind sie nahezu keimfrei. Ideal für die Schweinefütterung. Seinen Einsatz in Österreich hat der Premos störungsfrei absolviert. Im kommenden Jahr sollen die ersten Serienmaschinen ausgeliefert werden. Wir sind gespannt, welche Einsatzmöglichkeiten noch gefunden werden. Aus der Praxis ist hier sicher noch einiges zu erwarten.